Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outer Wilds. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen aus dem Off heute mal. Denn diese Folge ist ein bisschen ein Zusammenschnitt aus einer sehr langen und unfucking fassbar frustrierenden Session. Denn mein Ziel war es ja, dass ich zum Quantummond wollte. Jetzt hatten wir ja die Quantenreise abgeschlossen und da dachte ich, hey, gehst du zum Quantummond? Und das Problem ist einfach, dass ich 3 Stunden oder länger versucht habe, dies über den Bröckling Krater zu machen. Ich habe 3 Stunden lang versucht, über den Bröckling Krater auf den Quantummond zu kommen, aus einem ganz einfachen Grund, weil das Spiel mir ganz, ganz viele Hinweise gegeben hat, dass dies der einzige Weg ist, mit diesem Shuttle von den Nomai auf den Quantummond zu kommen. Wir haben vor längerer Zeit einmal versucht, auf dem Quantummond so zu landen. Das hat nicht funktioniert, weil er einfach verschwunden ist, als wir in seiner Nebelschicht waren. War er einfach weg. Wir sind durchgeflogen. Hup, weg war er. Und das passte ja in der Hinsicht, dass gesagt wurde, ja, keiner unseres Volks hat es jemals geschafft, auf dem Quantummond zu landen. Und da dachte ich, okay, auch wenn wir natürlich, wir haben das nicht mit dem Foto versucht und sowas, das haben wir jetzt gelernt unter der Quantumreise, dass man fotografieren muss. Deswegen habe ich auch den Fotoapparat direkt in der Pfote. Aber wir haben den Mond ja gesehen, wir sind ja in seinen Nebelschwaden gewesen und haben versucht runterzufliegen. Und da dachte ich, okay, es geht nicht. Wir müssen über dieses Shuttle. Da kommt nämlich dazu, dass das hier die einzige Stelle ist, wo deutlich immer wieder gezeigt wird, hier ist eine Verbindung zum Quantummond. Dieses Shuttle hier ist jetzt auf dem Quantummond. Hinter uns war ja diese Markierung, wo gesagt wurde, Standort gerade Quantummond. Wir haben auch immer gehört, dass von hier diese Shuttles gestartet sind, so Quantummond. Deswegen dachte ich, okay, du musst hier über dieses Shuttle zum Quantummond. Irgendeine Relevanz müssen ja diese Shuttles auch haben. Die bauen sie ja nicht ein, damit sie gar keine Relevanz haben. Und das nächste Problem ist dann nämlich, das Shuttle zu fliegen ist nicht so einfach. Problematisch ist aber erstmal, den Quantummond an diese richtige Stelle zu kriegen, dass du hier durchguckst und den Quantummond siehst. Und das hier habe ich 3 Stunden lang gemacht. Ich habe immer wieder einfach die Karte aufgerufen, man sieht ja, wo der Quantummond gerade ist, und geschaut, ob er hier irgendwo in der Nähe rumfliegt. Dann die Karte wieder aufgemacht, wieder versucht, den Quantummond entsprechend von seinem jetzigen Planeten wegzukriegen, damit er vielleicht wieder bei unserem Spot. Das Gemeine ist, dass der Quantummond gerne auch einfach mal auf dem Planeten oder an dem Planeten Bröcklingkrater spawnen kann, aber in der falschen Bahn. Und das ist ja nun noch beschissener. Und das macht halt, das war halt unglaublich frustrierend, die ganze Zeit einfach hier wirklich immer wieder seine 20-Minuten-Abschnitte zu stehen und zu hoffen, dass er in der richtigen Bahn fliegt, damit ich das überhaupt mal versuchen kann, darauf zu landen. Das Landen ist nämlich auch nicht gerade leicht mit diesen scheiß Shuttles, da es kein echtes Zielsystem gibt, damit drauf zu landen. Man muss in der Nähe davon sein. Und ich hatte es auch ein paar Mal, dass das Spiel dann einfach gesagt hat, von wegen, ja, du möchtest hier auf den Quantummond, du möchtest landen, aber da ist noch ein anderer Planet, der ist 5 mm näher, wir landen jetzt auf dem. Und das hat halt echt ewig fucking lang gedauert, bis ich das hier mal geschafft habe, dass ich ihn gesehen habe, fotografiert habe, das habe ich natürlich gewusst, dass ich ihn fotografieren muss, aber dass er überhaupt in der richtigen Bahn ist, sodass ich darauf landen kann. Und das war halt unfucking fassbar, deswegen habe ich das einfach die, weiß ich nicht, 2 Stunden 50 oder wie viel das insgesamt waren, also, ne, minus diese hier. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren. Ich können auch 4 gewesen sein, ich weiß es nicht. Und ich war... Das Gemeine ist, dass das nicht der einzige Weg ist. Das ist das richtig Gemeine. Das Spiel gibt einem unendlich viele Hinweise. Mach es auf diesem Wege. Und dann ist es nicht der einzige Weg. Es gibt einen viel leichteren. Den wir versucht haben. Den wir hätten schaffen müssen. Der hätte eigentlich klappen müssen. Und das ist... Das finde ich... Wirklich. Ernsthaft. So. Jetzt sind wir auf dem Quantummond gelandet. Und hier war ja dennoch das Problem, dass wir, um an den sechsten Ort zu kommen, oder wie das hieß, müssen wir ja erstmal hier... Das ist vermutlich die Sona Mia, oder wie auch hieß, die mit dem Shuttle als letztes weggeflogen ist. Sie ist ja dann damit nie wieder zurückgekommen. Warum auch immer sie da direkt vor dem Shuttle liegt, aber gut, wer weiß. Und wir sind am Südpol gelandet, das wissen wir ja, das wurde ja auch immer gesagt. Auch wieder so ein Hinweis, dass, ne, wir haben immer da die Info bekommen, alle Shuttles, die von dort starten, kommen immer am Südpol an. Wir wussten also, es gibt eine sichere, stabile Verbindung zum Quantummond an dieser Stelle. Und dann haben wir hier diesen
diesen Turm, der auch ein Quantumturm ist. Das finde ich ganz spannend, dass ein Quantumturm, der teleportiert sich hin und her mit so einer Anzeige der verschiedenen Positionen der Planeten, und die haben wir ja auch schon mal gesehen im Quantumturm. Da gibt es ja auch so eine, wo angezeigt wird, wo er gerade ist. Und dann habe ich hier ein bisschen rumgespielt. Kann man Licht anmachen. Und da sehen wir sind jetzt gerade am Bröcklin-Krater. Da sind plötzlich Informationen. Du hast dich an die Regeln der Quantenbildgebung erinnert. Du hast dich an die Regeln des sechsten, erinnere dich an die Regeln des sechsten Orts und erinnere dich an die Regel der Quantenverschränkung. Das sind so ein paar Informationen über die verschiedenen, Dinge, die wir so gelernt haben. Und dann kam das nächste. Wir müssen, um an den sechsten Ort zu kommen, müssen wir den Schrein mitbringen oder irgendwie den Schrein nach zum Nordpol bringen oder irgendwie sowas. Oder den Schrein des Auges in den Turm bringen. Irgendwie so eine ganz obskure Sache war das ja. Auf jeden Fall war es nicht am Südpol. Nicht da, wo wir sind. Ich weiß, wir müssen irgendwie in den Nordpol. Deswegen habe ich jetzt natürlich ein bisschen rumgesucht. Wie komme ich jetzt zum Nordpol? Also zu dem roten Strich. Und bin da jetzt ein wenig noch rumgekreist und habe jetzt nochmal so ein bisschen probiert. Der Planet ist natürlich schon ganz nett. Sieht ein bisschen aus wie der Bröcklin-Krater, finde ich, mit dem Eis. Das haben wir ja auch auf dem und diese Steine da. Hier geht es nicht weiter nach Norden. Deswegen habe ich dann mal versucht, ob ich über die... Ob ich da irgendwie ein bisschen hoch kann und da oben was sehe. Hat man gesehen, wie er gerade verschwunden ist. Aber es gibt keinen Ausweg aus dieser Schlucht offensichtlich. Und deswegen dachte ich mir, wenn es keinen Ausweg aus der Schlucht gibt, fliegst du einfach mal über diesen Hügel drüber. Scheint ja da oben weiterzugehen. Man hat ja kurz gesehen, da oben ist noch, da ist noch was. Kann ich also drüber schweben? Nein. Man ist plötzlich wieder weg. Und an diesem Punkt, da war für mich vorbei. Jetzt war für mich vorbei. Nicht nur, dass ich das Gefühl hatte, denn das Spiel hat mir angedeutet, du musst über diesen Bröcklin-Krater gehen, um zu dem Quantummond zu kommen. Das ist super selten. Du brauchst 3 Stunden, um irgendwie mal darauf zu landen. Und dann musst du in den Norden, es gibt keinen Weg dorthin. Und du musst, wenn du über diese Grenze fliegst, durch diesen Nebel fliegst, bist du wieder weg. Und dachte mir, okay, jetzt, bevor du jetzt wieder 3 Stunden lang da stehst, jetzt hast du die Schnauze voll, jetzt googelst du. Und das, dann habe ich gegoogelt. Und da war ich dann, als ich gelesen habe, wie man es eigentlich macht, war ich noch saurer. Der Weg ist nämlich, dass man, wie wir es schon damals versucht haben, mit unserem Shuttle darauf landen kann. Aber man muss ein Foto schießen, damit man entsprechend dort landen kann. Es reicht nicht, den Planeten zu sehen und ihn weiter im Blickfeld zu haben oder wenigstens in die Oberschicht, diese Dampfschicht zu sehen. Die scheint nicht mehr zum Planeten zu gehören. Jetzt haben wir ein Foto gemacht von der Dampfschicht, die wir als einziges sehen, weil sie den kompletten Planeten umhüllt. Und plötzlich kann ich da auch denn, plötzlich kann ich da drin landen. Und das macht auf so vielen Ebenen halt einfach keinen Sinn, weil die Dampfschicht haben wir vorher gesehen, haben wir versucht. Und als ob noch nie ein anderer von unserem Volk auf die Idee gekommen ist, den zu fotografieren. Cool ist, dass dieser Turm nicht nur so weg kann, sondern man auch selbst damit weg kann. Das ist ja dann auch die Aufgabe. Das habe ich dann nämlich auch. Ich habe dann angefangen, ich habe dann halt wirklich gesagt, jetzt habe ich Schnauze voll, jetzt lese ich. Jetzt lese ich, was ich hier tun muss. Und zwar, man muss nämlich mit dem Turm durch die verschiedenen Planeten hin und her springen, um dann seinen Weg nach Süden zu bauen. Und dann kommt man an den Südpol mit diesem Turm. Und das ist nämlich das Problem, wenn man jetzt hier, jetzt wäre ich zum Beispiel beim Auge. Das ist dieses Zeichen hier für ein Auge und da komme ich nicht durch, weil da ist die Wand. Wir sind halt nicht am Nordpol. Und da müssen wir hin. Und deswegen muss ich jetzt einfach gucken, dass ich auf einem der anderen Planeten einen Weg finde, der nach Norden hin auf ist. Und das ist hier der... Ja, das ist eigentlich interessant, ne? Wir sind ja immer noch auf dem Quantummond. Den haben wir ja nicht verlassen, aber er sieht jetzt anders aus. Er ist jetzt nicht mehr, wie wir auf dem Bröcklin-Krater mit Eis und Ähnlichem oder auf unserem
Heimatplaneten, beziehungsweise in der Nähe unseres Heimatplaneten mit Bäumen und ähnlichem, sondern hier wirklich diese Ranken, die wir auch beim Schwarzdorn ja kennen. Und das Schiff ist halt auch immer hier. Das ist auch spannend, dass das... Es ist natürlich, also es ist insoweit spannend, es ist halt wirklich der Quantummond, der sich offensichtlich anpasst, dem Planeten, dem er am nächsten ist. Also, der ist eigentlich cool gemacht, ne? Das ist das Problem. Ich finde den Quantummond unglaublich cool gemacht, dass er sein Outfit auch ändert und ähnlichem. Und die Mechanik, dass man sich mit Hilfe des Turms durch die Planeten bewegen muss, damit man nach Norden kommt. Das Problem ist halt aber auch hier einfach, ich dachte, dass ich, das hier ist der Schrein. Dieser Turm ist der Schrein. Ich dachte, als ich ja, das habe ich auch zwischenzeitlich erzählt, auch davon gibt's auch ein paar Minuten lang, wo ich das rumprobiert habe. Mit dem Schrein, da hatte ich mich auch die Schnauze voll. Ich habe versucht, so eine Scheibe mitzunehmen. Weil da, wir haben in unserem Journal steht, dass wir aus dem schwarzen Loch uns daran erinnern sollen, an den sechsten Ort. Und im schwarzen Loch kommen wir ja zur Weißlochstation. Und dort ist diese eine Platte zum Glutmond, oder wie der heißt, oder Glutzwillinge, die keine Relevanz hatte. Und deswegen dachte ich, hey, vielleicht musst du die mitnehmen. Und auch das habe ich gemacht. Und das hat gar keine Relevanz. Nichts. Und das ist einfach... Na, hier, das ist hier, guck mal. Mit Wirbelwind. Mit Wirbelwindu. Ich weiß nicht, aus welchem Anime das kam. Toller Anime. Wirbelwindu. Kitty Great war es, glaube ich. Egal. Und das war halt einfach... Und du teleportierst dich, wenn du das Licht ausmachst. Du darfst sozusagen nicht sehen, wo du dich befindest. Das ist auch eine krude Vorstellung. Also, dass du bewegst dich, indem du nicht siehst, wo du bist. Skurril. Sehr, sehr skurril. Aber cool. Und das ist halt so schade, weil das ist eigentlich ganz cool. Die Ideen und alles, aber es hat halt... So, jetzt sind wir am Nordpol mit dem Schrein. Für mich sehen Schreine anders aus. Und jetzt kann ich damit zum sechsten Ort reisen. Da sind wir. Und auch der... Ich weiß nicht, wie man... Diese Mondvariante sieht einfach... Also, die sieht wirklich gut aus. Die gefällt mir unfassbar gut. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass gleich irgendwie ein Alien um die Ecke gesprungen kommt und mir ein Facehugger ins Gesicht drückt. Natürlich habe ich sofort versucht, mit dem Fotoapparat parat zu stehen, für den Fall, dass ich irgendwas fotografieren muss. Das haben wir ja gelernt. Foto ist ganz, ganz wichtig, wenn es um Quanten geht. Das dort sieht auch sehr spannend aus. Was ist das für ein schwarzes Loch oder für ein Wirbelwind oder für ein Loch im Nirvana? Und dann steht da plötzlich ein Nomai. Ein Lebender, der nicht weggeht. Solanum. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch ziemlich cool gemacht. Ich werde natürlich jetzt nicht alles vorlesen, weil ich weiß nicht, ich habe das relativ schnell versucht zu machen. Man hat ja auch nicht endlose Zeit. Aber wir sprechen natürlich nicht die gleiche Sprache. Aber wir können seine Sprache übersetzen. Ja, unsere natürlich nicht. Und das, die Kommunikation funktioniert hier über diese Steine, dass ich zwei dieser Steine immer nehmen muss und damit eine Frage formuliere, die er denn, oder sie, ich weiß es nicht, Solanum dann entsprechend beantwortet. Und da kann man dann halt verschiedene Kombinationen an Fragen stellen, die dann mit diesem Text eine... Okay, sie ist eine Frau. Gut. Das finde ich eine unglaublich geile Idee. Wirklich, das ist... Also, der Quantummond und das, was jetzt hier passiert, ist eine unglaublich coole Umsetzung und Idee, aber das vorher, wie kommst du dorthin und woher weißt du, was du tun musst, ist dermaßen... in meinen Augen schlecht umgesetzt im Spiel und schlecht kommuniziert, weil es komplett gegenläufige Informationen gibt. Ein Schrein ist kein Turm. Ein Turm ist ein Turm. Ein Schrein ist ein Schrein. Und dann wird gesagt, von wegen, dass beim Schrein ist beim schwarzen Portal. Schwarzen Loch. Und nicht beim... Ich weiß nicht, wohin das führen soll. Was für eine Information haben wir dort bekommen, die uns hier jetzt irgendwie hilft?
Haben wir da die Info bekommen, dass wir zum Nordpol müssen? Ich weiß es nicht. Naja, jetzt können wir auf jeden Fall verschiedene Informationen aus ihr herauskriegen. Was hat das mit dem Auge zu tun und mit dem Mond, mit dem Quantenmond? Da erklärt sie das auch nochmal, dass der Quantenmond nimmt immer die Charakteristika an, die in der Nähe des, oder die der Planet hat, in dessen Nähe er sich befindet. Das bedeutet, dass er jetzt aber auch gerade die Charakteristika annimmt, die das Auge hat. Und so wie beim Schwarzdorn er das Aussehen des Schwarzdorns imitiert hat, imitiert er jetzt offensichtlich das Aussehen des Auges. Super spannend. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass man scheinbar dementsprechend auch das Auge selbst nicht wahrnehmen kann, weil das auch dementsprechend so eine Art von Quantenverschiebung hat. Und nur wenn man es beobachtet, hat es wirklich eine Form. Und das sagt sie auch, dass man dass es dementsprechend interessant wäre, wie wäre es wohl, wenn man als bewusster Beobachter das Auge angucken würde. Wie sähe das aus? Und er erklärt dann noch so ein bisschen was über die Geschichte ihres Volkes, dass sie hier versucht haben, das Auge zu suchen, was wir ja auch schon rausgefunden haben, dass sie am Anfang auch dachte, dass, also sie ist hier geboren, sie haben also wirklich viele, viele Generationen hier gelebt, und dass sie anfangs dachte, dass das Auge böse ist, das haben wir ja auch gelesen. Da gab es ja auch andere Nomai, die das auch dachten. Und dass sie jetzt aber einfach auch die Pilgerreisenden gemacht hat, die ihr Volk gemacht hat zum Quantenmond. Auch, ne, das ist ja die Sache. Das war eine standardstabile Beziehung. Wer die Quantenreise abgeschlossen hat, konnte auf den Quantenmond. Naja. Sehr, sehr spannend. Wirklich. Wirft ein paar Fragen auf, beantwortet aber vor allem Fragen, die wir in gewissem Rahmen gestellt haben oder die wir beobachtet haben, das mit dem Aussehen. Man kommt aber nicht, das sagt sie auch, man kommt hier nicht zum Auge. Also man kann es angeblich sehen, ich kann es nicht, ich habe es nicht gesehen, vielleicht habe ich in die falsche Richtung geguckt, ich habe versucht nach oben zu gucken, zu diesem Tunnel, aber das ist scheinbar, entweder ist das dieser Tunnel das Auge, oder irgendwo anders, auf jeden Fall kann man, ne, sagt sie, das Auge ist unerreichbar. Man kann ihm aber näher kommen. Das Auge mag sich unseren Blicken entziehen, aber wir können im Quantenmond hoch oben im Himmel das Abbild des Auges erkennen. Naja, ich erkenne da nicht so viel. Antworten, finde ich persönlich, hat sie aber relativ wenig gegeben, außer dass sie sagt, dass sie unser Volk nicht kennt. Sie findet aber unsere vier Augen spannend. Da verstehe ich, das ist so ein Ding. Warum wird... Also das ist eine Frage, die sich mir dabei so ein bisschen gestellt hat. Warum wird so auf den vier Augen rumgeritten? Also das Thema Auge oder Augen ist ja irgendwie relativ auffällig dominant in diesem Spiel. Ne? Also abgesehen davon, dass sie drei Augen haben, dass es wichtig ist, dass die Augen sich öffnen, dass wir vier Augen haben, dass die dreieugigen Leute das Auge suchen, wir als Vieräugige jetzt noch leben. Es ist so ein bisschen, also das Thema Auge zieht sich irgendwie so ein bisschen durch, und dass wir eins mehr haben als das Volk, was ein Auge gesucht hat. Auch fraglich, ob das relevant ist oder ob das einfach nur eine Designentscheidung ist. Aber sie hat unser Volk nie kennengelernt und kennt das nicht, findet es aber spannend, dass wir auch erkunden und hofft, dass wir Freunde werden. Total süß. Das ist wirklich lieb und süß. Aber sie sagt auch, dass sie vermutet, dass sie nicht mehr lebt. Auch das ist spannend, weil wir haben ja eine Leiche, vermutlich von ihr, bei dem Shuttle gefunden auf dem Quantummond. Die sich auch ändert, die Leiche. Je nachdem, auf welchem Mond du bist oder welcher Mondvariante du bist, ändert sich am Nordpol die Position der Leiche, also die Haltung der Leiche. Könnte man fragen, ist es immer die gleiche Leiche? Warum ändert sie sich dann? Dadurch, dass ich aber keine Erkennungsmerkmale bei den Nomai wahrnehmen kann, womit man die unterscheiden kann, ist es auch schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich die Leiche von ihr ist oder ob einfach nur von... Es sind ja viele zum Quantummond geflogen, vom Brücklin-Krater aus. Könnte ja auch jemand anders gewesen sein. Sagt sie, sie weiß nicht, ob sie noch lebt. Das ist wieder interessant, weil das ja die Frage dann aufwirft. Da sagt sie, was, wieso ist sie hier? Wie kann das sein, dass sie denn immer hier ist? Und was hat das vielleicht damit zu tun, dass wir ständig unsere Rückblenden haben? Also, dass wir immer wieder diese 22-Minuten-Zyklen haben.
Da frage ich mich übrigens auch, ob die 22 Minuten irgendeine universelle Konstante sind, die von den Wissenschaftlern hiermit umgesetzt wurde. Aber dafür bin ich zu ungebildet, um das zu wissen. Und dann habe ich halt angefangen zu versuchen, möglichst viel noch herauszufinden. Man hat auch, habe ich dann auch nachgelesen, weil ich keinen Bock hatte, nochmal hierher zu gehen, weil es mir echt zu kompliziert war. Oder, also, ich bin nochmal hierher gegangen, so ist es nicht, aber ich wollte versuchen, möglichst viel mitzunehmen. Und deswegen habe ich dann auch nachgeguckt, das sind scheinbar die einzigen Platten. Man kann nicht noch weitere Platten freischalten, indem man irgendwelche Orte findet, dass man damit neue Dialogoptionen freischaltet. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wenn das aber so ist, wenn sie wirklich nicht mehr am Leben ist, aber hier noch existiert, ist die Frage, welche Fähigkeit hat denn das Auge und was hat das damit zu tun? Jetzt versuche ich entsprechend dem Auge näher zu kommen, gehe in diesen Tunnel und lande am Anfang des Quantummonds wieder auf meinem Planeten, wo ich gestartet bin. Wo ich ja... Da, die Leiche liegt jetzt anders. Und man kann halt nicht erkennen, ob sie das wirklich ist, weil es keine klare, erkennbaren Unterscheidungsmerkmale hat. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt haben wir ihre Leiche, vielleicht haben wir ein Foto davon gemacht, vielleicht müssen wir nochmal hin, weil ich auch nicht genau wusste, ob das richtig war, dass ich jetzt einfach durch das Portal gehe. Vielleicht muss ich auch ein Foto von dem Portal machen. Aber nein, das ist einfach der Rückweg. Und im Endeffekt war das die Reise mit dem Quantummond zum Auge, soweit wir halt momentan rankommen. Es kann sein, dass ich hier hätte schon viel früher sein müssen, denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich neue Informationen bekommen habe. Würde ich jetzt mal so sagen. Es wirkt jetzt nicht als super neue Informationen. Was ich immer besonders verwirrend finde, ist, dass es irgendwie gar nichts damit zu tun hat, was sonst bisher an Informationen passiert sind. Es hat irgendwie gar nichts mit, momentan jedenfalls, mit dem Zwillingsasche-Projekt zu tun. Es hat nichts mit der Zeitverschiebung zu tun, soweit wir wissen, außer dass sie noch lebt, obwohl sie tot ist, solange sie in der Nähe des Auges ist. Das könnte ein Hinweis sein, aber das ist doch alles, was ich so bisher weiß. Und auch mit der Sonde hat es irgendwie, mit der Orbit. Das sind ja so diese, ich sag jetzt mal, vier großen Stränge, die wir gerade so mehr oder weniger haben. Dieses Zeitparadox, diese Zeitschleife. Wir haben das Projekt Zwillingsasche, was da irgendwie mit drinne steckt. Was da vermutlich irgendwie das erzeugt hat, weil es diesen Teleporter imitieren soll, glaube ich zumindest. Das ist ja momentan meine Theorie. Wir haben unabhängig davon das Orbitalsondenprojekt vom Tiefen der Untiefen der Riesen, was zum Auge geschickt werden sollte, was auch funktioniert hat, was aber vom Projekt Zwillingsasche initiiert wurde, am Anfang unserer Zeitschleife, von wem auch immer. Und die Sonde, die jetzt hier entsprechend im Auge scheinbar landet, aus dem Auge heraus sendet, wobei das Aussehen eher an das Innere vom Untiefen der Riesen aussieht. Naja. Das sind so die Plots und irgendwie hängen die gar nicht zusammen. Und es gibt irgendwie momentan noch keine ersichtliche Verbindung davon. Wenn ich eine Sonde... Ich habe überlegt, vielleicht muss ich eine Sonde durchschicken. Wenn du das machst, ganz interessant. Krissel, Krissel und Notfall-Scout-Rückruf. Geht also nicht. Man kann auch nicht mit der Sonde da irgendwie Informationen rausbekommen. Ich weiß also eigentlich nicht mehr als vorher... Aber ich werde auf jeden Fall hier nicht nochmal hin müssen. Soweit ich weiß, habe ich hier alles jetzt entdeckt. Weiter habe ich nicht gelesen. Ich weiß nichts. Ich bin nicht gespoilert in der Story, aber ich hatte einfach wirklich die Schnauze voll vom Quantummond. Ich wollte das einfach nur noch machen und abhaken und nie wieder hierher gehen. Und deswegen habe ich nachgelesen. Dann war noch mein Gedanke,
hey, wenn du jetzt hier beim... Du bist ja jetzt beim Auge. Und du weißt ja nicht, wo das Auge ist. Man soll ja angeblich weit entfernt sein. Außerhalb unseres Sonnensystems, aber irgendwie dazugehören. Und dachte ich, okay, jetzt wartest du mal ab, bis die Zeit abläuft, was dann passiert. Das ist ja auch noch so ein Gedanke von mir. Was ist eigentlich, wenn ich mit dem Schiff einfach Fullspeed von der Sonne wegfliege? 22 Minuten lang? Ob mich dann die Supernova noch erreichen kann? Ob ich sozusagen die Supernova davonfliegen kann? Und das wollte ich jetzt sozusagen hiermit auch nochmal testen. Haben wir noch ein bisschen mit der Solanum geredet, um wirklich alle Informationen mitzukriegen, dass ich nicht irgendwas vergessen habe. Und da muss ich auch sagen, ich finde spannend, wie es endet. Also Spoiler, Spoiler, hahaha. Natürlich tötet uns auch die Sonnenexplosion hier. Aber anders als sonst. Und das finde ich spannend. Das ist interessant, weil das ist eine Variante, das ist eine Variation und Variationen sind besonders. Ich würde sie ja gerne retten. Sie tut mir richtig leid, dass sie da so festhängt. Ich meine, gut, sie ist immerhin nahe dem Auge und irgendwie scheinbar unsterblich, aber trotzdem würde sie gern mitnehmen. Auch weil vermutlich unser Museumsdude im Kreis springen würde vor Freude. Tschüss, Solanum. Tschüss. Und auch an euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ach nee, ich muss noch... Ha, ich sehe gerade, ich habe ja noch ein bisschen was danach. Warten wir noch ganz kurz, dann haben wir nämlich noch mal uns die Notizen angeschaut am Ende. Das habe ich noch gemacht. Und das... ist anders. Das ist anders. Danach kommt natürlich wieder genauso die Zeitschleife, aber... der Effekt ist anders. Und das ist insoweit wieder interessant, weil wenn das Auge, das ja älter ist als das Universum, wurde ja gesagt, wenn das ebenfalls von der Supernova oder von den Supernoven zerstört wird, ist die Frage, wir wissen ja, dass die Supernoven überall im Universum passieren. Vielleicht zerstört, was auch immer das dafür zuständig ist, das komplette Universum, also nicht nur die Sterne, dass die Sterne nur der offensichtlichste Punkt daran sind und das ganze Universum zerbricht. Und deswegen zerbricht auch das, weil es muss ja irgendwas sein, was etwas zerstören kann, was älter ist als das Universum. So, da haben wir noch die Informationen. Die eine über den sechsten Ort. Da wir haben eine lebende Nomai getroffen am Südpol. Der Mond ist im Auge des Universums. Ist der Mond vom Auge des Universums. Und da sagt sie, was wohl passieren würde, würde ein bewusster Beobachter in das Auge gelangen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.